Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Nioh 2. Ich sehe hier in Kodama direkt in der Nähe. Auf der anderen Seite. Wir müssen nur irgendwie da rankommen. Wir sind immer noch mit dem Sanesukon unterwegs. Für den Moment. Weil ich gerne zumindest die Proficiency so hochkriegen würde, dass wir die Mystic Arts Mission machen können. Aber das, ich weiß nicht, ob das nach der Mission schon soweit ist. Wir werden es sehen. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt hier als Endboss erwarten soll. Wahrscheinlich nochmal ein Tokichiro Refight, weil das irgendwie seine Burg ist. Oder irgendwas mit Paralyse, weil wir die Nadeln gekriegt haben. Wobei, das kann auch nur Zufall gewesen sein. Ah, schon wieder einer von euch. Gut geparried. Autsch. Dafür da schlecht reagiert. Okay, 2000 sind gut. Autsch. Nochmal 100 heilen. Ist das was zum Kicken? Nein? Okay, dann lassen wir es für den Moment. Das ist keine Tür. Was mit unserem Kodama? Dafür müssen wir wahrscheinlich den Geisterstein aus dem Weg räumen. Eigentlich wollte ich kein Wasser, aber was soll's. Och. Okay, das läuft jetzt gar nicht gut. Wir müssen hier ein bisschen was machen. Oh shit. Ah, ich hasse es, wenn sie diesen Grab-Scheiß machen. Nein, lass mich. Ja, das hätte man ausweichen können. Wir sind fast tot. Ich kann mit diesem Sanesuko nicht gegen mehrere Gegner kämpfen. Das ist nicht wirklich dafür gedacht. Ich glaube, das ist mehr so eine defensive Waffe. Parry, Block. Solche Sachen. Na komm. Normale Yoki, du bist nicht so ein Problem. Na komm, weiter geht's. Und tot? Noch nicht ganz. Ah, die halten aber aus. Naja, zumindest scheint der jetzt alleine mal zu kommen. Nein, tut er nicht. Ach, komm schon. Schon wieder? Schon wieder beide? Das ist super ärgerlich. Vor allen Dingen blockt der Typ hier ständig. Ah, kein Key. What? Ich sehe den hinteren nicht so richtig. Der blockt halt ständig. Und ich bin ihm voll reingerannt. Ah, ist das ärgerlich. Ah, was eine räudige Kombo, ey. Wenn der nicht die ganze Zeit blocken würde. Teilweise halten sie nichts aus und teilweise sind sie totaler Rambos. Ich weiß nicht, was mit den Typen geht. Ich weiß es echt nicht. Na komm. Wir zweimal wieder. Du und ich. Kleines Tänzchen.
Hälfte haben wir schon mal runter. Oh, das ist früh. Sehr schlecht. Au. Diesmal haben wir ihn. Naja, noch nicht ganz, aber... Ich glaube, wir switchen für den Kampf auf das Ding hier. Ich könnte auch einfach auf den Kristall drauf gehen. Wäre vielleicht sogar sinnvoller. Weil dann müssten eigentlich beide weg. Oder zumindest der Kusarigame Aoki müsste weg sein. Oh, scheiße. Das war nicht die Absicht. Wo sind wir hier gelandet? Warte mal, wir können hier doch wieder hoch. Das war... Falsche Seite. Das war dieser Mistkerl. Oh, shit. Okay. Nichts wie raus hier. Ich will erstmal den Kodama haben. Das ist das Allerwichtigste. Wir gucken uns unten natürlich auch noch genauer um. Für den Moment will ich den Kodama haben. Da sind wir runtergefallen. Okay, kann ich hier direkt die Tür aufmachen? Oh, die Herbstblätter leuchten, aber es muss schwer sein, diesen Ohr zu erhalten. Togichiro muss viele Geistersteine gesammelt haben, wenn er so eine prächtige Burg hat. Okay, verstehe. Springen wir runter. Auf geht's. Bisschen Kiefluchsen und dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ah, nicht wirklich. Tritt ins Gesicht vom Yoki. Ah, der lebt immer noch. So. Einer ist schon mal weg. Ich glaube, man muss mit dem Sanesukun einfach ständig irgendwie kiefluchsen. Das Problem ist, dass halt der hohe Angriff, der starke Angriff in der hohen Haltung sehr, sehr lange dauert. Und in der Regel... Also nicht in der Regel. Viele Gegner haben halt in der Zeit die Chance, sich zu erholen und zum Konter anzusetzen. Okay, hier ist sonst nichts. Das ist wirklich nur ein relativ lames Dead End. Eine Falle quasi. Gibt nichts Positives da zu sehen. Warum bist du jetzt wieder hier? Haben wir dich nicht vorhin weggemacht? Dann one-shottet er mich! Dieser elende Pisser! Ah! Das ist... Lass ich mich von so einem one-shotten. Unglaublich. Natürlich müssen wir erstmal wieder an dem vorbei. Naja, wir müssen nicht. Ich kann auch einfach durchrennen, aber... Keine Ahnung, was das war. Ich brauche gerade zu viele Buffs für den. Oh, ich bin in der falschen Haltung. Okay, das erklärt einiges. Ah, jetzt habe ich dich. Ach, komm schon. Ein weiterer Omnio-Fähigkeitspunkt erhalten. Kann man immer brauchen. Wobei, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir noch skillen sollten. Ich glaube, wir haben alles. An der Stelle. Vielleicht wird der Skilltree ein wenig erweitert.
wenn wir in den DLC kommen. Ich glaub's zwar nicht. Oh. Ich dachte schon, jetzt wäre ich wieder tot, aber dann habe ich nochmal den Konter gemacht und dann beim zweiten Mal geklappt. Sind das andere? Sind es teilweise unterschiedliche? Ich sehe die Unterschiede nicht. Es kann sein, dass das ein Speertyp war und die, die schneller down gehen, sind die Kanonentypen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, oder? Okay, aber jetzt können wir hier durch die Tür rein. Hier scheint auch wieder ein Kristall zu sein. Die Sachen machen wir uns gut durch. Wasser. Das und dann einfach rein da. Ich meine, das Ding ist schon mal platt. Wer lebt noch? Oh. Einiges lebt noch. Einiges lebt noch. So, dann du als nächstes. Achtung, Feuer. Autsch. Oh. Ihr fresst euch jetzt aber nicht gegenseitig auf. Shit. Das muss ja nicht sein. Da ist ein Kodama. Fantastisch. So, jetzt bist du an der Reihe. Ah, leider ist der Wasserbuff gerade ausgelaufen. Warum ist der nicht gestorben? Alle anderen sind tot, nur der nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben ihn. Hooray. Das lief sogar mit dem Sanesukon ziemlich geschmeidig. Wenn ich das mal so anmerken darf. Nummer... What? Oh, du Schwein. Oh. Ja, seht ihr, der hier ist jetzt wieder relativ schnell down gegangen. Oh komm, du hast kein Key mehr. Und haben wir dich? Wir haben dich. Fantastisch. Geht das hier auf? Nein, von der anderen Seite. Ach. Die Rotzschlange. Irgendwie muss man jedes Mal wieder ein paar Bosse noch töten. Ich weiß nicht genau, wie viel wir für ein Level Up brauchen, aber es wird ein bisschen sein. Zwei Kodamas auf der Map. Einer ist wahrscheinlich unter uns. Und einer ist da irgendwo da drüben. Da ist auch nochmal ein Yoki. Kommt sonst noch was? Okay, da kommt er. Die Schwert-Yogis sind okay. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Oh. Oh, shit. Kein Key mehr, aber ich glaube, das geht sich ganz knapp aus. Ja, aber auch wirklich ganz, ganz knapp. Wir brauchen fast keine Elixiere, fällt mir so gerade auf. Ich heile mich oft mit den... Oh. Irgendjemand haben wir gepult. Dich wohl. Der hält jetzt wieder mehr aus. Das ist einer mit Speer und Schwert. Ah, und jetzt macht er das wieder. Ich hasse es.
Boah, das war Glück wieder. Der hat mich wieder fast getötet. Diese kleine elende Pisser. Die sind super gefährlich. Da geht's nicht durch. Ha. Huh. Wir können auch in den Untergrund. Und kommen dann wahrscheinlich hier wieder rauf. Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Tonglocke des Rufs. Ich sehe auch einen Schrein auf der Map. Der könnte auch unter uns sein. Hm. Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht hier runter, aber... Nur gut, wir sind hier. Waffen wir uns richtig. Lass das. Okay, einen haben wir. Ach, da ist noch ein Gaki. Das ist ein im Dual-Katana. Ich hänge hier fest. Aufgepasst. Voll aufs Horn. Und tot ist er. So, räumen wir hier unten auch auf. Ah, ist noch einer. Wow, viele Yokai hier. Was mit dir? Axtkämpfer, kriegen wir hin. Zumal wir auch das hier noch haben. Aber der macht schon gut Schaden, der Typi. What? Ach, kein Key mehr. Oh, ich auch nicht. Das gefällt mir nicht. Nimm das mal. Ah. Ständig im Stunlock. Wieder einer mit schwerem Armor. Na komm, hau zu. Nein. Ah. Warum kommt der Typ jetzt noch wieder hier mit dazu? Mann. Ah, das ist doch ärgerlich. Wo ist der Revenant? Da hinten. Er ist immer noch nicht tot, ey. Ich glaub's nicht. So, zumindest müssen wir den nicht mehr besiegen. Oh. Und das ist ein Axt-Yoki. Mit relativ viel Ki. Okay. Aber die hat den gleichen Burst-Counter wie der andere. Huh. Das war jetzt alles ein bisschen hektisch. Vielleicht hätte man... Von der anderen Seite... Was? Von der anderen Seite öffnen? Ha. Nurikabe vielleicht? Weil die sind ja immer da, wo die... Badewannen sind. Wenn man das lesen könnte. Ja, hier ist eine Leiter. Und ein Sudama. Ich meine, wir können mal kurz hochgucken. Sehen, wo wir hinkommen. Ich möchte aber auf jeden Fall unten noch mich weiter umschauen. Oh, hier wären wir gar nicht hingekommen, wären wir nicht durch den Untergrund gegangen. Tatsache. Was ist das hier? Noch ein Bossfight. Oh, guck mal. Ein Kodama. So, dann will ich gerne nochmal hier runter. Auch wenn wir mit 500.000 und nicht mehr wirklich vielen Buffs
hier ziemlich on the edge leben. Haben wir hier was, um eben runterzuschmeißen? Nach Stufe sortieren. 132 plus 1? Warum ist warum gibt es epische Sachen mit plus 1? Das wäre interessant zu wissen. Weißt du was? Schmeiß das mal weg. Oh, nein. Ah. Das ist doch für den Sudama. Ich wollte nur das Inventar zumachen. Hier, Kanone, Blitzkanone. Da freut er sich, der Kleine. Schneller Falke, ne. Nicht das, was ich irgendwie erhofft hätte. Aber okay. Was haben wir sonst noch hier unten? Ach, da geht's hier hoch. Da kommen wir nicht durch. Damn it. Das heißt, später gibt es hier nochmal einen Shortcut? Oder übersehe ich hier was? Hier ist kein Urikabe, oder? Nicht das, was zu sehen wäre. Schauen wir hier nochmal nach. Auch nix. Nun denn. Ich glaube, es reicht noch knapp nicht für ein Level Up. Ich will jetzt aber ohne Buffs und so auch nicht wirklich einen Boss angreifen. Ich glaube, das ist auch eher eine törichte Sache. Ach. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich hasse es, wenn mir sowas passiert. Wenn ich aus Versehen irgendwo runterfalle. Ah, das ist das. Der größte Hass, den es gibt. Ich habe auf die Map geguckt, weil hier ist noch irgendwas. Und das führt hier irgendwie zusammen. Keine Ahnung. Werden wir aber bestimmt noch rausfinden. Was ist hier? Waren wir hier schon? Nein, waren wir nicht. Und sonst hätten wir hier den Loot aufgesammelt. Hier müsste auch noch ein Kodama sein. Nein? Da ist ein Urikabe. Das ist jetzt auch ein bisschen risky. Wobei, ich glaube, der mochte Wasser nicht so. Wie wär's mal... Oh, scheiße. What? Direkt getushottet. Die Cast-Zeit von dem Ding ist immer noch... was heißt immer noch? Ist sehr lange. Ich vergesse immer, dass das gar keine Magie, sondern Ninjutsu ist. Das ist auch so ein Ding, wo ich wahrscheinlich noch ein bisschen brauche, um mich damit zurechtzufinden. Nun denn. Keine Gegner? Nicht ein einziger ist respawned? Kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Ich denke mal, wir nehmen eine Kraftpille. Das können wir auch mal zu uns nehmen. So, auf ein neues. Rematch. Hier muss man primär ein bisschen geduldig sein. Da hätte ich jetzt den anderen Schutzgeist oder Burst Counter gut gebrauchen können. Okay, da hat er sein Key wieder. Autsch. So, aber der Gute ist down. Und hier geht's nochmal weiter runter. Das Gute ist, dass ich mich da auch immer wieder ein bisschen heilen kann. Vielleicht, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht geht's hier zu unserem Shortcut, den wir vorhin gesucht haben. Wir haben auch eine heiße Quelle. Und
ein Kodama. Fantastisch. Holen wir uns den Buff. Okay, das war's. Das sieht jetzt nicht so super realistisch aus. Vor allen Dingen spiegelt sich irgendein komisches Licht. Wo nicht wirklich eine Lichtquelle da ist, aber was soll's. Gibt Schlimmeres. Nun denn. Was haben wir sonst noch? Auf der anderen Seite ist nix. Schlangi haben wir. Dann haben wir Random Boss irgendwas, wo ich nicht weiß, was es ist. Und ansonsten haben wir nichts mehr. Ich denke mal, wir gucken, dass wir ein Level Up machen können. Und dann geht's an Schlangi. Würde ich mal sagen. Hier ist auch noch ein Kodama. Warte mal. Lass mich nochmal nach unten gehen. Wobei, es könnte auch weiter oben sein. Es könnte auch weiter oben sein. Ich denke, wir haben unten alles abgesucht. Schauen wir mal, ob es für ein Level-Up reicht. Es reicht. Fantastisch. Genau, was ich mir erhofft habe. Auf 40. Okay. Für die Schlange werden, für die Bosse nehmen wir natürlich wieder die Glefe. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Beim nächsten Mal Schlange und hoffentlich den anderen Boss oder vielleicht Schlange und dann hinter der Schlange weiter. Wir gucken einfach mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.